Hallo, liebe Deutschlernende. Ich habe heute Morgen ein interessantes Video über Sucht gesehen. Ja, ein sehr interessantes Thema. Warum werden manche Menschen abhängig von Drogen? Ja, und wie können wir uns von unseren Süchten befreien? Ja, das ist die Frage, die ich mir heute überlege und inspiriert durch eben dieses Video. Ich werde es verlinken in den Kommentaren oder in der Videobeschreibung. Falls ich das vergesse, sagt mir bitte Bescheid. Und ja, ich finde es sehr interessant, diese Frage. Ja? Warum werden Menschen süchtig nach Heroin zum Beispiel? Nun, eine Theorie ist, sie benutzen Heroin und nach 21 Tagen ist ihr Körper darauf eingestellt, Heroin zu brauchen. Ja, also sie brauchen nach 21 Jahren hat sich ihr Körper so chemisch verändert, dass sie Entzugserscheinungen bekommen, wenn sie diese Droge nicht nehmen. Ja? Entzugserscheinungen. Ja, das heißt, wenn jemand 21 Tage lang Heroin nimmt und dann nimmt er kein Heroin, dann bekommt er sehr viele Schmerzen und dann fühlt er sich richtig, richtig, richtig schlecht. Ja, richtig dreckig. Das ist etwas sehr, sehr Schlimmes. Aber warum wird man abhängig von Drogen? Ja? Ist es, weil der Körper eine chemische Abhängigkeit hat? Oder ist es auch etwas Psychologisches? Nun, die Wissenschaftler haben ein Experiment gemacht mit Ratten, ja, oder mit Mäusen. Und sie hatten eine Maus in einem Käfig und haben ihr die Wahl gegeben zwischen normaler Nahrung und Nahrung mit einem Gift oder mit einer Droge. Ja. Und die Ratte hat fast immer die Droge genommen. Ja. Die Ratte wurde schnell abhängig von der Droge. Also hat man gesagt, okay, man kann sich nicht gegen Drogen wehren. Wenn wir Ratten mit Ratten experimentieren, dann nehmen sie immer die Droge. Ja. Anscheinend ist da nichts zu machen. Aber dann hat sich ein Wissenschaftler überlegt, dass das vielleicht nicht das beste Experiment ist. Ja? Denn sie haben eine Ratte in einem Käfig. Natürlich wird diese Ratte die Drogen nehmen, ja, oder die Maus. Und stattdessen hat er einen großen Käfig gemacht mit Spielzeug für die Mäuse und er hat mehrere Mäuse reingemacht, sodass sie auch ein soziales Umfeld haben sozusagen, ja, dass die Mäuse sich nicht einsam fühlen. Und dann hat er wieder den Mäusen die Wahl gegeben zwischen normalem Wasser und Wasser mit einer Droge. Ja, und die meisten Mäuse, die haben das normale Wasser getrunken. Ja, und das normale Essen gegessen. Ja. Diese Mäuse wurden nicht drogenabhängig und sie haben auch nicht obsessiv die Droge genommen oder so, weil sie glücklich waren. Ja. Sie waren nicht einsam, sie hatten etwas zu tun, sie hatten Spielzeuge und sie brauchten keine Drogen. Ja. Und ist dieses Experiment auch auf den Menschen übertragbar? Nun, während des Vietnamkriegs haben wohl 20% aller Soldaten Heroin genommen. Ja? Und auch in Krankenhäusern bekommt man Schmerzmittel, die manchmal eine größere Wirkung haben als Heroin. Aber diese Menschen, wenn sie geheilt sind im Krankenhaus oder die Soldaten, als die Veteranen zurückkamen nach Amerika aus dem Vietnamkrieg, die meisten, also 95% der Veteranen, die haben einfach aufgehört und Drogen zu nehmen und ja, ohne Entzugsentscheidungen. Ja? Das finde ich ist sehr interessant. Das finde ich sehr interessant. Und wirklich die Erkenntnis ist
Erkenntnis ist, dass wir nicht abhängig werden, es sei denn, wir haben irgendeinen Schmerz, wir haben irgendein Loch. Ja? Und es muss nicht nur Heroin sein. Ja? Wir können von allem Möglichen abhängig sein. Ja? Wir können abhängig sein vom Internet, ja? Von Reddit oder auch von YouTube. Oder wir können abhängig sein von Sex oder Pornografie oder dem Internet oder auch Putzen oder irgendwelchen anderen Aktivitäten. Ja? Und ich denke, die Erfahrung zeigt, dass der Grund ist, dass wir irgendein Loch haben, dass wir irgendwie nicht erfüllt sind. Ja? Und deswegen greifen wir zu den Drogen oder deswegen werden wir süchtig nach bestimmten Substanzen oder Handlungen oder ja, Verhaltensmustern. Ja? Und das ist eigentlich eine sehr gute Nachricht. Ja? Also, ich hoffe, es war interessant. Ich bin gespannt, was du denkst. Und nehmt keine Drogen und versucht, Erfüllung in eurem Leben zu finden. Versucht, eure Bedürfnisse zu erfüllen, sodass ihr keine Drogen oder Süchte braucht. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Tschüss!